Herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, ja. Heute wird es eine neue Folge Pro Clubs geben. Dabei war Flames. Wir haben zu zweit gespielt und ja, kurz bevor, dass ihr Bescheid wisst, die Facecam wird jetzt nur hier in diesem Video dabei sein. Sobald dann das Gameplay kommt, wird sie nicht dabei sein. Das liegt einfach daran, dass mein Aufnahmeprogramm irgendwie gespackt hat. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Irgendwie ist das nicht mehr am Gameplay mit enthalten. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. War wieder sehr nice. War ein mega spannendes Spiel. Nur wenn wir dieses Spiel gewinnen konnten in diesem Video, bleiben wir in der Liga, ansonsten steigen wir ab. Ein Punkt reicht nicht. Wenn wir verlieren, reicht es sowieso nicht. Und ja, viel Spaß mit dem Video. So, let's go. Bro, wir spielen gegen IKK Classic oder so. Also ihr wisst Bescheid, wir müssen das jetzt gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, sind wir abgestiegen, deswegen. Flames jetzt mehr als 100% geben, komm. Egal wie, und wenn es ein dreckiges 1-0 ist. Ja, Mann. Nochmal. Boah, Junge. Und das ist 1-0. Genau so. Genau so. Merci für den Pass. Ball verfängt sich in meinen Haaren, Digga. Ulaschkopf, Digga. Oh mein Gott, tschü. Sehr gut. Komm. Ja, Mann. 2-0. Ganz einfache Sache. Junge, du scheiß Glatze, Meister Proper, ich lieb dich. Petro Lombardi ist auch bei uns mit dem Team. War am Pferdezopf gezogen. Man weiß nicht. Oder wie lange hat der gebraucht, um jetzt zu spielen, Digga? Ja, Digga, vielleicht schmeck ich gut. Ah, scheiße. Hä? Ich hab auf Schießen gedrückt, ne? Keine Ahnung. Bro, das hat doch nichts mit Lost zu tun, Digga. Okay, egal, lass mal wieder konzentrieren, scheiß drauf. Wir erzählen irgendwelche Romane, Digga, und währenddessen Basketballspieler knallt das zweite Tor rein. Komm. Nein. Schade. Tschü. Hat einfach einen umgeboxt oder so. Oh mein Gott. Kareem Abdul-Jabbar on the way. Kareem Abdul-Jabbar, ja. Oh Mann, ich kenne ihn auch. Oha, wie gut gespielt, Digga. Boah! Oh mein Gott. Irgendwas haben wir für Gegner noch in diesem wichtigen Spiel. Bro, dieser Basketballspieler ist nicht schlecht. Der Typ ist auch gut. Schade. Ja, auf jeden Fall 2 zu 3 zur Halbzeit für die. Aber wir versuchen das noch zu drehen. Beziehungsweise wir versuchen. Wir müssen das drehen. Ich habe keinen Bock abzusteigen. Ja, raff dich jetzt mal. Hä? Der erste Teil war so süß, ja, verkackt ihn doch nicht mit dem zweiten. So, weiter, komm. Bruder, warum bin ich immer so. Oha! Junge, was ein Pass! Junge, warum bin ich immer bei solchen alles oder nicht spielen? So krass, Alter. Davor. Guck mal, ne, davor, ich kann als Stürmer nie was, ne? Nanu lacht mich aus und alles. Und bei solchen alles oder nicht spielen, ich hämmer die Bälle von. Was will ich wo rein, Digga? Wo ist wie schade? Ich sage einfach bei Gegner schade oder so, wer hat mich verarscht? Bro, lass uns mal hier konzentrieren, Digga. Ja, was passt denn nicht? Oh mein Gott. Ey, die Bots haben keine Kuh. Oha. Ah, schade. Ey, was machen denn die Bots, Digga? Mein Gott, wir brauchen den Ball vorne. Oh mein Gott, wir müssen den großen decken, Digga. Boah. Was? Oh mein Gott, Pfosten wackelt einfach. Was machen die Bots, Land? Mach einfach, erfinden neue Trick, Digga. Flames. Boah. Was machen die, Digga? Keine Ahnung. Nein, oh mein Gott, ey, wie gut spielen wir, Digga. Eieieiei. Ich glaube, wir sind abgestiegen. Eieiei. Ey, Bro. Also, ich sag dir ehrlich,
Wir hätten ja mehr Tore schießen können. Die Bots haben einfach ein paar Mal nicht zu uns gepasst. Und wir steigen wegen einem Punkt zu wenig ab in Liga 4. Ey. Ja, okay. War keine gute Saison. 3-2-5. Ah, was will man machen? Wir hatten auch weniger Torschüsse. Wir hatten dafür mehr Ballbesitz. Mehr Pässe gespielt. Die hatten dafür mehr Zweikämpfe. Also es gleicht sich schon alles aus. Ich hatte eine 9,5 bewertet. 3-3 auf jeden Fall. Wir haben es leider nicht geschafft, den Abstieg zu verhindern. Ja, egal. Wir haben unser Bestes gegeben. Sollte halt nicht sein. Und ja, auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall raus. Das ist es. Ciao, ciao.